Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wie versprochen werden wir heute einfach mal mit den Knochensets spielen. Das heißt aber auch, dass wir... Habe ich das nicht auch schon gemacht? Verbessert? Schön, dass das Spiel immer dann speichert, wenn ich nichts tue. Gut, egal. Knochenset, jo. So, die Flosse... Obwohl die Schatten, ne? Aus Schattenset freue ich mich ja auch schon ein bisschen, ne? Na gut. Haben wir jetzt erstmal das Knochenset. Ändert sich eigentlich was? Ja, doch, ne? Ja, doch, 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 doch. Haben wir nicht mehr. Können wir nicht mehr verbessern? Können wir den Körper noch verbessern? Geht auch nie. Man kann das nie verbessern. Man kann das hier nie verbessern. Kann man überhaupt was verbessern? Na gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Luki Luki machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt Luki Luki, indem wir jetzt Luki Luki mäßig Menschen töten. Ne? Haben wir hier irgendwo eine Aufgabe, Menschen zu töten? Ne, das haben wir abgeschlossen. Ja, hier, frisst 10 Menschen. Würde ich aber sagen, gehen wir hier hin. Sind wir schneller da, ne? Das ist am besten. So, würde ich sagen, gehen wir hier hin und dann fressen wir jetzt einfach mal 10 Menschen. Und gucken mal, ja, ob das so funktioniert, wie ich das vorhabe. Und ich bin mal gespannt, wie das Knochenset so, ja, wie man damit... Die rote Flut zu begrüßen ist in Port Clovis zu einer jährlichen Tradition geworden. Jedes Jahr im Juni versammeln sich die Einwohner, um den düsteren Vormarsch der giftigen Algenblüten an der Küste und den Stränden der Stadt zu beobachten. Das habe ich sogar schon mal gehört. Ja, ja, das kenne ich sogar, ja, ja. Gibt's aber auch rotes Wasser. Wow. Wow, was rot wird durch. Was war denn das jetzt gerade? Durch Mineralien. Kannst du den mal fokussen hier? Piss dich, Mann. Kackklappen. So. Reicht mir hier langsam mit dir, Mensch. Okay, das ist irgendwie cool. Warte mal, wie sieht das hier oben aus? Geil. Neon, neon, neon. Ich bin eine Bedrohung. Hallo, meine Freunde der Sonne. Müsst euch bitte töten. Oder auch nicht. Warte, nochmal. So. 1% der Todesfälle unter Jägern verantwortlich. 10 Jäger jetzt eigentlich auch das Problem, ne? Unser gemäßer Umgang mit Schusswaffen machen den Rest aus. Okay, die Musik finde ich jetzt nicht so geil. Aber gut. Geht ja nicht um Musik, es geht halt um die Ulti. Piss dich, Mann! Frag mich immer, ob man eigentlich den Schwanzangriff. Ja, ich nenne den Schwanzangriff. Ihr Schlingel. Denkt doch schon wieder falsch hier. Also ich denke eigentlich falsch, wenn nicht. Ob man den eigentlich. Bis jetzt habe ich den gar nicht. Also ich benutze ihn einfach so, weil der da ist, aber so tut man den jetzt nie. Hallo Schildkröte! Wir brauchen jetzt erstmal wieder ein bisschen Leben. Barracuda-Fisch! Schau mal her, mein Judo. Mein Judo-Barracuda.
Übrigens, für die Leute, die den ersten Teil, nicht den ersten, sondern den Teil vorher geguckt haben, ich habe sogar geschafft. Das ist egal, das ist eine Maschine, eine hochmoderne Maschine. Die machen eigentlich fast alles selber. Und wie, ne, ich habe einen Legal-Plan gebaut, ich habe es geschafft, das zu vertuschen. Ich habe da wirklich so Paste drüber gemacht und die Paste dann lackiert in weiß. Hat keiner gesehen. Aber wir sind immer noch nur ausgewachsen, ne? Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Bei sowas. Die Menschen hier unten gehören ja nicht dazu, ne? Essen! Ich hab Hunger! Oh mein Gott! Das hilft jetzt auch nicht mehr, Gott. Apropos, ich finde das immer so ein sehr, sehr witziges Thema, gerade so Atheisten, ne? Da ich ein Atheist bin. Man sieht viele Menschen vom Tod werden auf einmal gläubig, weil die, ne, man denkt dann vielleicht doch drüber nach, gibt es vielleicht doch einen Gott. Und wenn man so merkt, okay, gerade so an den Menschen, die das merken, dass die jetzt kurz vorm Sterben sind, sag ich mal, das merkt man ja schon. Ne? Bei mir war es ein bisschen was anderes gut, aber war es selbst zugeführt. Das merkt man halt schon. Also man merkt das schon, wenn der Körper dann irgendwann Tschüss sagt. Ich war aber in dem Moment, muss ich ganz ehrlich, ehrlicherweise, meine größte Angst war gar nicht so, okay, das Sterben an sich, das ist halt natürlich, sage ich mal, wenn man älter ist oder so, dann ja, gehört halt leider mit zum Leben dazu. Und meine größte Angst war gar nicht so in dem Moment das Sterben. Meine größte Angst war in dem Moment so, scheiße, was ist denn, wenn es doch irgendwie Gott gibt? Wenn es doch Himmel und Hölle gibt, dann bist du am Arsch. Dann wirst du in die Hölle gelassen. Ne? Und wenn die Hölle wirklich so ist, wie wir Menschen uns die so ausdenken, ne? Wie wir uns die vorstellen, sitzt man dann hier, ne? Ja, soll man jetzt gläubig werden, ne? Ja, selbst wenn, in der Hölle ist es dann immer schön warm. Muss man dazu sagen, hat ja auch Vorteile, ne? Spaß zu viel im Winter, viel Geld. Brauchst keine Heizung. Aber nee, ich muss gar nicht sagen, das war so meine größte Angst. Ich glaube, das ist von vielen Menschen in dem Moment dann die größte Angst, ne? Als Kyle ein Knirps war, ich ihn mit zum Karneval. Die Tatsache, dass er Angst vor dem Riesenrad hatte, hätte mir verraten sollen, dass er nie ein Rechtsschläger sein würde. Und da bin ich so manchmal. Also ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, ich glaube, das bringt auch dann nichts mehr, ne? Wenn man jetzt auch gleich gekläubigt wird. Ich glaube, das ja, wird dann nicht mehr so viel ändern. Aber ich verstehe definitiv, wieso das manche Menschen dann so machen. Aber ich glaube, das bringt auch nichts. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ne, ich als Atheist gehe jetzt mal davon aus, dass es nur im Himmel wirklich gibt. Ne? Das impliziert natürlich auch, dass es einen Gott geben muss. Und dann jemanden, der sich, sag ich mal, um die Hölle kümmert. Ne? Und ich glaube, wenn man dann kurz vorm Tod dann glaube ich wird, ich glaube, dann ist es zu spät. Oder wenn man zum Beispiel als ja, böser Mensch, ja, wie definiert man jetzt böser Mensch? Ja, das ist natürlich auch wieder die große Frage. Sag mal, als jemand, der ja, viele umgebracht hat, ne? Ob das jetzt im Krieg war oder deren Killermäßig. Ich gucke zu viele Filme, ich weiß. Ich habe, selbst wenn das Prinzip wirklich den Bürger würde das in dem Moment nicht mehr machen. Und jetzt kommt das nächste, wieso ich
mir einfach nicht vorstellen kann, dass das ist, weil kein Mensch ist zum Beispiel sündenfrei, ne? Und man kann nicht alle Sünden ablegen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also, das kriegst du gar nicht in einem Leben hin. Ne? Sündenfrei zu leben. Dann halt auch wieder so ein. Das heißt, es würde an sich kein Mensch auf der Welt würde in den Himmel kommen. Ne, wenn man so nimmt. Ja, ich weiß, so Jesus hat uns alle Sünden abgenommen und sowas. Soweit bin ich noch ein bisschen informiert. Aber trotzdem trägt man ja noch immer noch eigene Sünden. Weiß ich, ne? Ich glaube, ein schwieriges Thema. Jäger geben leider gar nicht so viel. Ich dachte so Jägerschnitzel, weil, wisst ihr, ne? Jägerschnitzel. Aber die geben gar nicht so viel Leben leider. Viel. Die Jäger bringen mir nichts, glaube ich, im Wasser. Ich muss wirklich Schiffe zerstören, Boote. Piss dich, Mann! Ja, das war dumm. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Na, wäre ja auch noch die nächste Frage. Wer hat recht? Na, es wäre ja dann so die nächste Frage. Welchen Gott gibt's? Eigentlich hatten ja sogar die Griechen recht, ne? Vielleicht gibt's ja wirklich die griechische Mythologie, die griechischen Götter. Oder vielleicht eher. Na, sag schon. Wikinger, ne? Und Odin. Thor. Das ist der. Also, wenn ich mir das aussuchen könnte, was man da natürlich nicht kann, aber wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich wirklich für die griechische Mythologie stimmen. Oh Mann! War schön, dass die anderen Menschen hier einfach weiter schwimmen. Ich dachte gerade wirklich, da wäre eine Deutschlandflagge, ne? Aber nee, nie ganz. Und da soll es natürlich auch nicht heißen, weil schon viele so denken werden, ja, ich bin gegen Religion, überhaupt gar nicht. Also jeder kann das glauben, was er möchte. Ne? Also, selbst wenn ihr an ein Spaghetti-Monster glauben würdet, ne? Also, ist es halt so. Für mich ist die Bibel einfach nur ein Buch. Ja, was uns so ein bisschen zeigen kann, wie wir als Menschen zu leben haben und was nicht so gut ist und was gut ist, ne? Zum Beispiel halt Morden, Scheiße. Dass jeder Mensch frei ist. Dass jeder Mensch gleichberechtigt werden soll. Also das finde ich ja, das sind so Aspekte, die finde ich ja ganz wichtig. Solange sie noch atmen, ja? Sind Haie eine Bedrohung. Deshalb sind sie auch in unserem Grundgesetz verankert, ne? Aber wie schon gesagt, vielleicht täusche ich mich auch einfach, ne? Vielleicht bin ich dann derjenige, wenn ich mit 80 Jahren sterben sollte oder ne, mit 100, keine Ahnung. Ich bin derjenige, der dann hier sitzt und sich so denkt, Scheiße. Hätte ich mal an die Dinge geglaubt, ne? Ich glaube, das ist auch so ein komplexes Thema. Also und davon abgesehen, selbst wenn das alles eher wissenschaftlich, von Anfang an wissenschaftlich angehaucht wäre,
Hätten wir von Anfang an, in Anführungszeichen, an die Wissenschaft geglaubt, ne? Von wegen, die Menschen hätten angefangen, ja, meine Wissenschaft ist richtig. Nein, unsere Wissenschaft ist richtig oder sowas, ne? Wäre dann an sich sogar dasselbe Prinzip. Dann wären doch trotzdem Kriege, ne? Wir hätten dann trotzdem irgendwie Kriege geführt. Wir hätten trotzdem dann die Idee gehabt, irgendwie Kriege zu führen. Also, ich glaube, geändert hätte das von der Geschichte. Ja, hier und da hätte sich einiges vielleicht schon geändert. Vielleicht wären wir, was Wissenschaft angeht, ein bisschen weiter, wenn auch damals solche Menschen ernst genommen wurden. Daher rufen Haifischjäger häufig nach Verstärkung, obwohl ich glaube, wenn sie ihre Beute entdecken. Obwohl, ich glaube, wir wären einfach weiter, wenn die Technologie im römischen Reich, ne? Nach dem römischen Reich kam ja das Spätmittelalter, das dunkle Mittelalter, ne? Wenn man überlegt, ne? Was da so einfach mal für Technologie flöten gegangen ist, ne? Und mit dem Fall von römischen Reich, wenn man mal überlegt, die hatten ja richtig gigantische Fehler schon. Die hatten Aquädukte, also ganz großen Anführungszeichen, die ersten Wasserrohre. Die haben später über Therme, also später angeheizt und, ne, was Kanalisationen richtig gut ausgebaut. Ja, allein nur die Architektur, muss ich aber auch nicht drüber reden, die war in der Zeit definitiv auch einiges besser als die, ja, als danach. Ich frage mich so immer die ganze Zeit, wo wären wir jetzt, ne? Wenn die ganze Technologie nicht blöden gegangen wäre. Mit dem Fall Rom. Wo wären wir eigentlich jetzt? Das ist schon so eine Frage, die stelle ich mir öfters mal. Das war total uninteressant, aber für mich zum Beispiel jetzt nicht. Der Bullenhai ist bekannt als gefräßiger, doch wenig anspruchsvoller Esser. Ich denke mal, von der Technologie wäre man definitiv jetzt schon mal viel, 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 viel weiter. Und ich glaube, dazu brauchen wir gar nicht reden. Müsst ihr auch nicht mit mir. Ich habe immer recht. Das sind alles Dinge, die wir logischerweise nie erfahren werden, was geschah ist. Ich denke mal, aber so oder so kommen wir irgendwann dahin, wo wir vielleicht jetzt schon wären. Dann wäre das Römische Reich nicht gefallen. Wo ich sagen muss, was Religion angeht, wäre natürlich alles. Es hätte ja weiter ausmaßen, ne? Er ist natürlich alles ganz anders geprägt. Ich glaube, mit den Kriegen ist da alles gleich. Aber ob es dann Weltkriege und sowas gegeben hätte, vielleicht so, ne? So ganz klein, wenn sich so ganz kleine Dinge ändern, ne? Ich kenne ja Butterfly-Effekt bestimmt, ne? So fängt er bei sich, bei einem selber ja an, ne? So ganz kleine Dinge. Wenn man in dem Moment einfach ja gesagt hätte. In dem Moment einfach ja gesagt hätte, anstatt nein. Oder wenn man den Job angenommen hätte, hätte sich das ganze Leben ändern können. Das ganze Leben. Also an sich ist ja der Butterfly-Effekt unendlich. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich kriege jetzt eine Stelle bei Microsoft, sag aber nein. Logischerweise tritt der Butterfly-Effekt ein, weil ich natürlich das ganze mein Leben natürlich anders entwickelt, als wenn ich bei Microsoft arbeite. Aber dann am nächsten Tag wieder dann diese, irgendwas anderes, keine Ahnung. Gehe ich heute raus? Ja oder nein? Ne? Und sag dann in dem Moment, ja, ich gehe raus und ist. Was wäre dann in dem Moment passiert? Vielleicht, ich hätte einen Sonnenbrand bekommen. So, hätte ich, wenn ich nein gesagt hätte, ihn nicht bekommen. Ja.
falls das sein. Was war denn das? War das Katzenstück? Warte. Eaten! Ich hab Hunger! Na, da ist doch der Städter. So, wir werden natürlich versuchen, ihn nur zu killen und dann so schnell wie möglich abzuhauen. Die Prominenz der Küste, Lieutenant. Was ist denn das für eine Art, du Scheiße? Okay, wir müssen Fische jagen, oder Menschen von mir und so. Cool. Ich dachte, es wäre eine Schildkröte. Jetzt ohne Spaß. Jetzt verstehe ich, wieso manchmal Haie Menschen angreifen. Dann werden die Fische einfach kleiner oder werde ich immer größer? Mann! Ist echt scheiße, wenn er halt nie das macht, was ich gerne machen würde. Gott, ich bin schon wieder an hier. Oh, 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 oh. Oh, wir brauchen... Oh, fuck. Fische. So, Hammer. Zeit für zeigen, ob staatliche Maßnahmen den Ruf von Port Clovis, den ich würde sagen, für Haiangriffe verbessern können. Jetzt sind wir aber... Ne, warte mal, ich kenne sogar noch einen besseren Weg. Wir hatten doch hier irgendwo ein Gitter. Hier können wir... Nein, er fordert... Alter, was ist hier? Ach, Kacke, na gut. Ja, sind wir jetzt Rang 7. Ich bin immer noch der Meinung, wir pushen ein bisschen zu krass, aber egal. Wir können's halt. Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Ja, ja. Bin ja immer noch sauer, ne? Weil du hast meine Mutti getötet, also nicht der Sprecher, sondern hier, ne? Unser Gutster. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt.
Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Seht mal da. Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus. Kam am Tag darauf mit 3 zurück. Boah, okay. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Der Junge mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind. Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Dran. Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Wie auch immer. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Neue Episode. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Doch, würde ich machen. Megadolon, also bitte. Oder Megadolon, ne? Was gibt's nicht? Immer diese Lügner. Was, wir haben jetzt schon die Rache? Boah, krass, ich könnte jetzt schon herausfordern. Mach ich natürlich noch nie. Okay. Damit haben wir heute zieht sich zur ruhigen Besinnung in relativ viel geschafft. Zurück. Und wir haben, glaube ich, ein neues Organ. Diese Evolution erhöht die Menge an Mutagenen und Gesundheit, die du beim Fressen erhältst. Okay. Ah. Ah. Brauchen wir das? Ich finde das irgendwie gerade am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, das werden wir einfach in der nächsten Folge ausklamüsern. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.